Willkommen. In diesem Video geht es um den Begriff Compliance und tatsächlich erstmal um eine Begriffsklärung. Was ist das? Was soll das? Wenn wir diesen Begriff übersetzen, ist ein englischer Begriff, dann können wir das übersetzen mit Regeltreue. Compliance gleich Regeltreue. Und das Verb to comply bedeutet erfüllen, aber auch etwas beachten und etwas entsprechen. Wir entsprechen diesen Regeln, wir beachten diese Regeln, wir erfüllen diese Regeln. Und die Regeln meint Gesetze, meint weitere Bestimmungen, Verordnungen, ja, also das gesamte Regelwerk einer Regierung, na, das sind ja nicht nur Gesetze, ne, das sind ja auch Verordnungen, Richtlinien, so etwas, aber auch ethische Prinzipien, die das Unternehmen für sich selber formuliert hat. Ethische Prinzipien wiederum hängen zusammen mit Werten, die das Unternehmen lebt. Und im Grunde ist Compliance dann eine öffentliche Erklärung, dass man sich an Gesetze, Richtlinien, Verordnungen und so weiter hält und dass man eigene ethische Prinzipien, die man dann auch nennt, beachten wird. Ja, Compliance wird also öffentlich erklärt. Die allermeisten Unternehmen haben das dann auch auf ihrer Internetseite. Es wird also dokumentiert und veröffentlicht. Und die Dokumentation von Compliance erfolgt in, oft nennt man das dann ein Compliance-Kodex. Man könnte es auch nennen einen Verhaltenskodex, auf Neudeutsch Code of Conduct, und oder in Leitlinien. Es gibt auch Unternehmen, die beides haben, einen Compliance-Kodex und eben Leitlinien. Und das Ganze ist, wie gesagt, öffentlich. Man erklärt das also öffentlich, dass man diese Regeln hat und dass man sie beachten wird. Jetzt kann man fragen, wieso? Wieso macht man das? Und ich frage mich auch, wieso macht man das? Eigentlich sollte es doch selbstverständlich sein, dass man sich an Gesetze hält. Warum muss man dann jetzt plötzlich das öffentlich erklären? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass das Ganze entstanden ist durch verschiedene Skandale, und da wird oft der Enron-Skandal genannt, dass sich eben Unternehmen an überhaupt keine Regeln mehr gehalten haben. Und dass man gesagt hat, okay, da muss man jetzt da mal in diese Richtung etwas tun, um dass die Unternehmen es öffentlich erklären. Ich möchte das Ganze verbinden mit einer Warnung. Und zwar, was ist, wenn die Gesetze schlecht werden? Wenn die Gesetze nicht mehr zum Nutzen der Menschen sind? Wenn diese Gesetze diktatorisch missbraucht werden? Dann ist Compliance nicht mehr Regeltreue, sondern Compliance ist dann Gehorsam. Ja, man trainiert die Leute darauf, dass sie solche Erklärungen abgeben, dass sie ihre Mitarbeiter einschwören darauf, dass sie, und darauf komme ich später, ein Compliance-Management-System einrichten, also ein System implementieren, das auch sicherstellt, dass die Regeltreue eingehalten wird. Und dann werden die Gesetze, richten sich die Gesetze gegen die Menschen. Und dann ist Compliance nur noch blinder Gehorsam. Und wir sollten wachsam sein. Ja, und wir sollten auch mal auf praktische Beispiele achten. Und wir sollten darauf achten, welche Unternehmen auf ihren Internetseiten wunderschöne Compliance-Richtlinien, Leitlinien, Code of Conducts und wie immer sie es nennen, haben, wahrscheinlich von Marketingagenturen ausformuliert und gestylt,
und was diese Unternehmen tatsächlich tun. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Ich sage auch hier nur, also die linke Seite hier sagt im Grunde, seid wachsam. Seid wachsam. Schaut, was die Unternehmen wirklich tun. Und das findet ihr nicht in der Regel in der Mainstream-Presse, sondern muss man schon proaktiv selber gucken. Aber die Möglichkeit ist da durch das Internet. Auf praktische Beispiele von Unternehmen, die fürchterliche Verbrechen begehen, aber gleichzeitig wunderbare Compliance-Richtlinien haben. Ja, und auch hier bitte mal überlegen, was ist, wenn Regierungen sich als Diktaturen rauskristallisieren und alle haben erklärt, dass sie die Regeln einhalten. Und dann machen die Regierungen Gesetze, die sich gegen die Menschen richten. Die Dinge klingen immer sehr schön, wenn sie kommen. Ja, wer will da was gegen sagen, gegen Regeltreue und dass man sich an Gesetze hält? Ja, aber wenn man das dann so breit tritt, dann sollte man misstrauisch sein. Man sollte auch misstrauisch sein gegenüber Menschen, die ständig ihre Ehrlichkeit betonen. Und man sollte Misstrauen entwickeln gegenüber Unternehmen, die ständig ihre Regeltreue betonen und unglaublich tolle Richtlinien haben. Ich sage nicht, dass das alle sind. Ne? Ich sage aber nur, seid wachsam. Alles Gute, Marius Ebert.